Hallo, werte Zuschauer. Ich versuche mich an einem neuen Spiel mit dem Namen Subsistence. Habe ich irgendwo auf Steam gefunden. Für, ich glaube, 15. 15 waren es, glaube ich, so ungefähr. War nicht mehr sicher. Ist noch okay vom Preis. Wollte mal reinschauen. Ist ein neues Survival Game. Ich mag Survival Games. Dieses hier ist allerdings nicht mit Zombies, die ich so mag, sondern ja, mit Tieren, was halt so das Leben in der Wildnis hergibt. Ich habe es ein bisschen angezockt, damit ich nicht gleich komplett auf die Nase falle, aber noch nicht so weit. Ich bin mir noch unsicher, ist das Spiel wirklich genug spaßig für ein langes Let's Play. Ja, ich würde sagen, wir schauen es uns einfach mal an und entscheiden dann fortlaufend. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich starte einfach mal ein Spiel. Schwierigkeitsgrad normal. Ich habe mir Hardcore überlegt, ob ich das machen soll. Aber ja, einmal tot ist tot. Das heißt, man hat einen Spawnpunkt, aber den muss man auch erstmal bauen. Also, ich denke, da werde ich zu schnell abkacken, weil sterben tut man. Dann wäre es schon wieder vorbei. Hunter ist so eine Option, die kann man ein- oder ausschalten. Das heißt, ein paar Tage nachdem man die Base Command Unit gesetzt hat, tauchen diese Hunters auf, die bauen ihre eigene Basis und greifen dann an. Ich werde die vorerst weglassen, ich kann sie dann im Spiel irgendwann mal dazu schalten, ganz einfach, weil ich erstmal gucken will, wie das so mit dem Aufbau der Basis funktioniert und dem Crafting dann drum und dran. Ich denke, ich werde zu Beginn genug Ärger haben mit den ganzen Bären und Wölfen. Jo, legen wir los. Also wir starten irgendwo in der Wildnis. Auf einer statischen Karte habe ich schon herausgefunden. Die Karte wird nicht dynamisch generiert. Das ist also immer dieselbe. Ist ein bisschen schade. Kann ich mir jetzt aber auch zu Nutzen machen, weil ich schon ein bisschen weiß, wo ist. So sieht das aus. Es ist morgen. Ich werde mal ein bisschen meine Dinge verschieben. Ja, wir starten mit einer Wasserflasche, einem Apfel, ein paar Patronen, eine Bandage. Dann habe ich eine Pistole. Die lade ich mal durch. Und eine Axt. Jo, zuerst gilt es mal, ich frage mich gerade, wo ich bin, ich keine Ahnung. Ressourcen zusammen, was hier ein bisschen seltsam ist. Es ist eigentlich alles sehr realistisch gebaut und Natur und wunderbar. Aber es sind andauernd irgendwelche Containers, die da rumliegen. Der hat jetzt Schwarzpulver und Patronenhülsen. Keine Ahnung, wer das in der einsamen Wildnis mir einfach hinlegt. Die spawnen random und die spawnen random. Wichtige Ressource ist natürlich Holz. Das schlägt man aus dem Baum. Die Bäume geben nicht sehr viel her. Und auch wenn sie gefällt sind oder ausgebeutet sind, sie bleiben bestehen. Das sieht man in diesem Kreis in der Mitte. So, jetzt hat es nichts mehr, wenn ich draufschlage. Also dieser Baum ist ausgebeutet. Fertig, lustig. Was es noch gibt, sind diese Pflanzenfibers, Pflanzenfasern. Die sieht man ein bisschen schwierig. Man gewöhnt sich auch mit der Zeit dran, dann liegt hier noch so Scrap-Metall rum, also irgendwelches Alteisen. Ja, und das sammeln wir jetzt einfach alles wild ein, was das Herz begehrt. Was das Herz begehrt, das wäre eine schöne Mahlzeit. Und ja, was habe ich dort? Dort ist ein Bär. Von diesen Viechern sollte man Abstand halten. Die, ja, sie tun definitiv weh. Ich weiß jetzt gar nicht so recht, wo ich hinlaufen möchte, sollte, wie auch immer. Aber es ist für den Anfang eh egal. Es geht jetzt wirklich einfach mal darum, alles zu sammeln, was da rumliegt. Vor allem die Kisten sind immer wichtig. Da hat das oftmals Material drin, das man nicht findet in der Wildnis, ist ein Hase und ein Huhn. Beides lasse ich mal in Ruhe. Ich versuche mir hier vom höheren Punkt aus ein bisschen eine Übersicht zu verschaffen, wo ich da überhaupt bin. Dann, ja, was gibt es noch? Es gibt noch verschiedene Erze, die man abbauen kann. Das ist mit der Axt ziemlich ineffizient. Da werde ich dann erst eine Pike bauen. Vor
Abfolgen lasse ich das bleiben. Was habe ich hier? Holz. Ich sortiere mal und erkläre. Ich habe Holz, das schlage ich von. Aus dem Holz kann ich dann Woodplanks machen. Die Fibers habe ich gesagt. Die ganzen Ammo-Geschichten, die brauche ich, um Munition zu erstellen. Scrap Metal habe ich auch erwähnt. Ja, ich werde mal so die wichtigsten Dinge machen. Das heißt, aus den Fibers kann ich Cordage machen, so ja, Stricke. Aus dem Holz habe ich schon gesagt, die Woodplanks und die Sticks. Ich werde beides mal bauen. Was noch zu sagen ist, die Temperatur. Oh, hier ist ein Wolf, der ist ein bisschen gar nahe. Da renne ich lieber weg, bevor die mich riecht und mir nachrennt und mir ein Bein abbeißt. Hier ist noch medizinische Kräuter gefunden. Ich schaue noch schnell ins Inventar. Ich starte nur mit einer Hose bekleidet, dass wenn ich jetzt meine Ansicht mache, ja, nicht wahnsinnig viel, was ich hier so dabei habe. Wie ich hier hingekommen bin, keine Ahnung, wird nicht erwähnt. Fiber, Fiber, Fiber. Und hier hinten ist eine Kiste, hole ich mir. Schauen wir mal, das ist eine Baukiste, da hat es verschiedene Bauteile, das habe ich jetzt noch Nägel, ich habe noch elektronische Komponenten. Hier übrigens sieht man so diese runden Dinge mit ein paar Farbelementen drin, das sind Erze, die man abbauen kann. Ja, Nägel sind immer gut, brauche ich zum Bauen. Dann, ich glaube, hier drüben war irgendwo noch eine Kiste. Ja, und Holz. Holz braucht man extrem viel. Nicht nur zum Bauen, sondern natürlich auch für Feuer. Nicht nur zu machen, sondern auch um Leben zu erhalten, also als Brennstoff. Ist noch ein bisschen Scrap. Ach, und hier drüben seht ihr den Zaun. Ich renne mal ein bisschen hin, damit man ihn besser sieht. Ja, die Karte ist begrenzt. Sie ist jetzt auch nicht riesig, sie ist groß, aber sie ist nicht riesig. Von Vorteil ist natürlich, die Basis nur in der Mitte zu bauen. Ich habe mir da ein Plätzchen ausgesucht schon. Mal gucken, ob ich das wiederfinde. Und zwar baue ich auf einem See und einen kleinen Teich hier. Der ist da so ein bisschen in der Nähe von dieser Grünzone, dann nördlich geht es in die Berge. Habe ich festgestellt, das ist wichtig für diese Panther. Die leben nämlich dort und das ist die einzige Quelle, wo ich Sehnen herkriege. Das brauche ich für fortgeschrittene Herstellungsprozesse. So eine Blaubeere. Ein Bär. Den gehe ich lieber aus dem Weg. Hier ist eine Kiste. Okay, hier ist ein See. Ist aber nicht meiner, weil ich so nah am Kartenrand möchte ich nicht spielen. Was es hier gibt im See, gibt es noch Algen. Die werde ich hier auch mal einsammeln. Das ist das hier. Und dieser Knubbel hier, das ist Sandstein. Den gibt es auch nur unter Wasser. Auch ja, kann man nicht das Erz bezeichnen, ist ja ein Stein. Immer noch zwischendurch muss man Luft holen. Ja, man kriegt nicht wahnsinnig viel Information, also ich sehe nicht, wie lange mir meine Luft noch reicht. Ich kriege dann irgendwann mal Schaden und einen Hinweis, dass ich immer trinken bin. Wahrscheinlich jetzt gleich. Man stirbt nicht gleich
Aber die Lebensenergie geht runter, die sieht man unten rechts da, das Herz, das ist meine Lebensenergie. Wieso? Was für ein Spinn hier hat es doch ziemlich viel von diesen Algen. Da komme ich dann später darauf zurück, ist Nahrung. Logisch. Mein armer Hals ist ein bisschen kratzig. Kann ich kurz zeigen, sobald ich zum Tümpel raus bin. So, unten rechts sieht man, Nahrung besteht eigentlich aus drei verschiedenen Quellen. Das eine ist Protein aus zum Beispiel Fleisch, dann Früchte und Gemüse, haben einen separaten Balken und natürlich Wasser. Ich werde jetzt hier mal einen Apfel essen. Entsprechend geht dann auch der Frucht-Gemüsebalken hoch und die Gesamtnahrung geht dann auch hoch. Ja, einfaches Konzept. Ich nehme noch das Wasser dazu, weil ich bin gerade im Wasser. Das heißt, ich kann meine Flasche auffüllen. Aber das Wasser ist jetzt natürlich noch dreckig. Das muss ich dann erst an einem Lagerfeuer aufkochen oder abkochen. Damit ich es dann genießen kann. Hühner ist noch lustig, die kann man einfangen. Den rennt man einfach über die halbe Karte nach und irgendwann erwischt man sie. Und vom Holz her ist noch zu sagen, es gibt hier diese ganz dicken Bäume. Sind ein bisschen seltener. Und sich Standort zu merken, weil die geben nicht nur mehr Holz, also mehr Anzahl Schläge, sondern ich sehe jetzt unten links. So, jetzt dieser Tree Drop in so ein Würmchen. Diesen Wurm, ist eine Truhe, aber das ist ein Bär dazwischen. Kann man benutzen zum Angeln und zum anderen kann man sie auch direkt essen. Sie geben zwar nicht wahnsinnig viel, also da gibt jetzt 4 Protein. Die Augen geben plus 9. Ich werde mal die Nahrung runterschieben. Kräuter, Fegi, ich sag dem einfach mal Fegi, Nahrung. Aber die Würmer, wenn man die konsequent einsammelt, helfen zu Beginn recht gut, weil die Tiere jagen mit nur einer Hose und einer Pistole ist nicht unbedingt empfehlenswert. Deshalb lasse ich das weg, aber es ist natürlich die beste Quelle für Protein. Der Bär, der Bär. Weg, weg, weg. Hat mich gerochen, aber rennt mir zum Glück nicht nach. Da rechts ist noch ein Bär, schnell durch. Ja, also mittlerweile sage ich, ich glaube, lass eine Trier lieber stehen, anstatt mich hier auf ein Risiko einzulassen. Hier unten war doch noch Iguane. Genau. Ja, und das Ziel ist jetzt natürlich erstmal möglichst schnell eine Basis zu bauen. Einen Stützpunkt, nicht nur um meine Dinge zu lagern. Und mal versuchen, einen Hund zu jagen, mal schauen. Ich breche natürlich ab, wenn sie zu Raubtieren rennt. Sie eh ist zu Raubtieren rennt oder wenn da hinten mit der Kiste gerade nebenbei, ja, jetzt rennt das blöde Vieh auf den Bär zu. Nee, muss ich abbrechen. Ist mir zu riskant. Ja, die Hühner, die rennen ein bisschen schneller als die Spieler. Aber sie machen immer wieder Pausen. Und da holt man sie mit der Zeit auf. Und irgendwann, wenn man die richtige Distanz hat, spammt man einfach den Aufnahmeknopf. In der Hoffnung, dass man es erwischt, funktioniert eigentlich recht gut. Jetzt wieder eine Kiste. So. Ich schau mal, ich werde hier natürlich noch ein bisschen craften. Das läuft nämlich parallel zum Gehen. Viele Kisten. Ich bin gerade ein bisschen vom Glück
Flintenpatronen. Zwischendurch immer mal wieder ein Bäumchen umhauen. Jep. Weg damit. Das ist ein Bär. Und was noch zu sagen ist, über dem Herzenbalken, also dem Lebensbalken, befindet sich noch ein Blitzbalken, das ist meine Ausdauer. Die regeneriert eigentlich ziemlich schnell, beziehungsweise geht auch ziemlich langsam runter, wenn ich gut genährt bin. Ist es nicht der Fall, geht es schnell runter und sie regeneriert auch ganz langsam. Die brauche ich zum Rennen. Mit Rennen entkomme ich den Wildtieren. Wenn ich jetzt vom Wildtier gejagt bin und keine Ausdauer mehr habe, dann ist das definitiv nicht gesund. Das werde ich dann nicht überleben. So, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Das war immer so ein bisschen mein Test, mein Gebiet, das ich herumgerannt bin. Ich habe nur ein paar wenige Tage gespielt dort. Mal so die Grund... Schade, das wäre so ein dicker Baum, aber dort hast du einen Wolf. Nee. Machen wir das mal. Manchmal so ein bisschen die Grundlagen des Spiels kennenzulernen. Feder und Samen, sehr schön. Werde ich mir dann irgendwann hoffentlich ein Gärtchen zulegen können, um Pflanzen zu kultivieren. Also die Grafik, ja, ich finde die eigentlich recht schön, recht realistisch. Nur das mit den Kisten, das kapiere ich echt nicht, was ich da überlegt habe. So, die Kram. Das gibt eine Made. Ja, also Holzabbau verglichen mit irgendwie 7 Days to Die ist echt ein Pain in the Ass. Gut, ist es bei 7 Days to Die zu Beginn ja auch, aber mit zunehmenden Skills wird es doch deutlich angenehmer. Aber hier sind Ressourcen wirklich so im einstelligen Bereich, da gibt es nichts Großes. Auch die Erze seht ihr dann. Und Sündhölzchen, sehr schön. So, ich guck mal. Krafttechnisch, ich möchte mir nämlich eine zweite Wasserflasche bauen. Da muss ich unbedingt mehr von diesen Stricken bauen. Ich werde mir mehr Sticks, ein paar Woodplanks zum Bauen. Jetzt schaue ich schnell Pick. Okay, der Pike kann ich schon bauen, das werde ich auch machen. Dann kann ich bereits schon Erz abbauen. Es wird zwar noch ein Weilchen gehen, bis ich das einschmelzen und nutzen kann, aber wäre ja schade, an den Vorkommen vorbeizugehen und sie nicht abbauen zu können. Also ich kann sie auch mit der Axt abbauen, aber das ist echt. Kommt nicht viel rüber. Was ich jetzt auch noch nicht so recht weiß, ist, ob ich wirklich jede Minute, die ich im Spiel bin, mitschneiden soll, weil es ist doch ja ziemlich viel wiederholend. Sprich, man wird hier immer wieder in der Gegend rumrennen und Truhen sammeln, Kräuter sammeln, Holz abbauen. Kann zum einen nicht wahnsinnig viel dazu sagen, zum anderen, ich denke, es ist jetzt auch nicht so super interessant. Aber ich werde den ersten Tag jetzt mal komplett machen. Das ist übrigens mein See. Da möchte ich dann ein Häuschen drauf bauen. Warum auf dem See und nicht irgendwo sonst? Einfach aus. Verfolgt mich irgendwas, ich habe es nicht gesehen. Ich glaube ein Bär. Und ich habe nicht mehr so viel Ausdauer. Ja, jetzt heißt es einfach schön stoisch in eine Richtung zu rennen. Irgendwann hat das viel genug. Ich glaube, das ist schon der Fall, ja.
Das war's. Habe ich mir doch jetzt nicht nur eingebildet. Wahrscheinlich pulle ich ihn jetzt gleich noch mal aus. Nee, hier ist er, ein Bär. Sogar ein Level 3 Bär. Das wäre nicht so lustig gewesen. Gut, also See gefunden, erste Zutaten ebenso. Ich fülle noch schnell die Flasche auf und dann würde ich sagen, ist die Folge 1 mal vorbei. Blub, blub, blub. Pause. Jo. Danke fürs Zuschauen erstmal und bis zur nächsten Episode hoffentlich. Bis dann. Tschüss.